So, Probefliese. Erstmal Probe sitzen, ne? Also zur Farbe vom Kater passt du schon mal super. Was sagst du, Henry? Was gibt's da zu riechen? Also ich finde, ich sehe super drauf aus. Diese Farben. Warmes Beige, so ein Mint und ein Petrol. Wäre das was für unseren Eingangsbereich? Die Alternative wäre das. Was, ihr findet die besser? Testen wir mal im Haus morgen, hm? Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Bauupdate, also willkommen zu einem neuen Vlog. Und heute wird wahrscheinlich endlich dieser Sturz, also der Durchbruch, gespachtelt und zugemacht. Das ist jetzt schon relativ lang offen und ich freue mich mega, wenn es dann wieder so ein Stück weitergeht, ein bisschen fertiger aussieht, weil diese Phase, wo alles gerade offen ist und nichts zum Ende kommt, die macht einen ein bisschen nervös. Mich zumindest. Ich kann euch ja mal zeigen, wie es im Moment aussieht und ich hoffe, ich kann den Fortschritt ein bisschen mit festhalten. Tada! Jo, die Rohre sind raus und es ist neu vermauert. Das hat uns ja ein bisschen Nerven gekostet, weil einerseits Wasser drin lag und andererseits auch noch die Elektrik verlegt werden musste. Hier kommt die in die Schwelle rein. Der Durchbruch nochmal von der anderen Seite. Und ich finde irgendwie, er grinst ein bisschen mit den Augen und so. Dem Teeträger. Also die Küche ist so ziemlich abgebaut. Hier ist kein Wasser mehr. Ist schon alles abgeschraubt, weil das versetzt wird. Hier hinten in die Nische rein. Und deswegen, bisschen zu hell. Gut, der Kühlschrank steht noch da, weil wir da im Moment noch Getränke und so drin haben. Aber deswegen haben wir da drüben unsere Ersatzküche aufgebaut. Tada! Kaffee, Getränke, Wasser und so weiter und so fort. Hier ist auch mal kurzfristig der Ofen reingekommen. Und das ganze Original an Werkzeug. Farben und Putzsachen. So, und hier haben wir eine Probefliese ausgeliehen. Von einem etwas sehr crazy Muster. Aber wir dachten, für den Flur, wo nicht viel steht, ist das vielleicht der richtige Hingucker. Das sind so schöne Farben, das ist so hellblau und so Petrol und Gräsch. Voll meins. Ich hätte mir ursprünglich ein weniger florales, geometrischeres Muster gedacht. Aber die Farben sind so toll und irgendwie hat es mich jetzt total überzeugt. Manchmal landet man ja dann doch woanders, als man dachte, ne? Wird bestimmt super, wenn das hier alles eher so in dem alten Stil ist. Das ist übrigens keine Zementfliese, das hat nur so eine Zementfliesenoptik. Ist aber eine Steinzeugfliese und damit wesentlich unempfindlicher. Und die wird dann auch hier so ausgefugt, obwohl es eigentlich eine 60x60 Platte ist, das ist eine Platte. Aber dann sieht das am Ende so aus, als wären es lauter kleine. Sehr schön, ich freue mich. Jetzt müssen wir sie leider wieder zurückbringen. Ich habe auf jeden Fall vor, die Wände zu spachteln,
immer noch weiterhin Wände spachteln, dann Rollputzen, mal ausprobieren, wie viel sozusagen der Rollputz an kleinen Unebenheiten verzeiht, mit wie viel ich leben kann. Ganz glatt wird es wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt hier keinen Anspruch an eine Q4-Wand, aber ja, es sollte natürlich trotzdem schon so einigermaßen glatt sein und so die gröbsten Löcher muss ich einfach zumachen. Hier hinten habe ich schon mal angefangen und es geht dann da weiter. Wir haben hier relativ viele Dosen, auf denen natürlich der Rollputz nicht halten wird, weil die einfach aus Plastik sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich klebe da einfach nur ein bisschen Malervlies drüber. Ist nicht die Profi-Art, aber naja, was will man machen, ne? Man muss sich halt behelfen, damit die da auch an der Wand bleiben und nicht wieder rauskommen. Man muss die Räume ja vorbereiten. Alles, was auf den Wänden ist, ist ein Imprint, den man da reingibt. Und alles, was vorher auf den Wänden war, von Vorbesitzern oder so weiter, bitte immer abmachen, abschleifen und stattdessen was Eigenes drüber schreiben, was einem ein gutes Gefühl gibt. Und so ist diese Grundlage in diese Wand gegeben. Und wenn ich da jetzt drüber spachtele oder drüber male, Rollputze, wie auch immer, bleibt trotzdem die Liebe in der Wand. Hat gut geklappt mit dem Rollputz. Ist relativ fein geworden. Und ab und zu mal sieht man hier noch so eine kleine Delle. Aber das ist absolut im Rahmen. Glatter wird's nicht. Diese wunderschöne Wand habe ich gespachtelt und gerollputzt. Und da oben auch schon ein Stück. Bis dahin, da geht's weiter. So. Die Decke muss auch noch. Die ist nur grundiert. Und noch ein Update zu den abgeklebten Dosen. Also man sieht noch ganz leicht hier die Umrandung von diesem aufgeklebten Vlies. In echt sieht man es fast noch weniger als in der Kamera. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, damit kann ich leben. Also, ich wusste, dass man die Dose trotzdem noch sehen wird, aber ich wollte halt nicht so eine scharfe Kante und ich konnte drüber putzen. Von daher alles super. So, der Verputzer ist weg. Und das heißt, ich kann euch jetzt zeigen, wie das jetzt aussieht unten. Ich warte gerade schon mal gucken. Moment. Also, tada, geh mal hier in die Ecke, damit man es sieht. So, juhu, das sieht echt schon gut aus. Und von der anderen Seite, sieht das auch gut aus. So, hier haben wir das Loch vom alten Ofen zugemacht, die Belüftung aus dem Keller. Und jetzt mache ich hier noch ein bisschen sauber, weil hier die ganze Elektrik dann in der Schwelle liegt und da kommt dann Vliesestrich drauf. So, während ich die ganze Wand gespachtelt habe, hat sich Mann Nummer 1
um diese Steckdose hier gekümmert. Hat ziemlich lange gedauert. Das war nämlich ein Verwurschteln, die ging irgendwie nicht. Und das lag daran, weil auf dieser Seite ein Kurzschluss in dieser Dose war. Und die sind miteinander verbunden. Da war auch schon der Aufkleber durchgeschmort. Also nicht jetzt mein Krebs, sondern der Aufkleber, der auf der Dose war. Und jetzt geht's wieder. Mann Nummer 1, gute Arbeit. War auch geil. Hat keiner gemerkt, dass der die ganze Zeit da oben drauf war? Das lag an dem schlichten Chi von dem Autobild. Ich sag's dir. Das hat den Kurzschluss verursacht. Kaffee, Maule. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Es ist jetzt 21:30 Uhr abends und ich werde jetzt mal was anfangen zu packen. Und zwar dieses Geschirr aus dieser Vitrine, weil wir das höchstwahrscheinlich schon nicht mehr brauchen, das relativ schwer ist und das ja auch zerbrechlich ist. Von daher werden wir das jetzt nach und nach immer mitnehmen. Ja, und damit fange ich jetzt mal an. Oh Gott, die ersten Sachen, die ich packe. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Henry, Wo ist Schatzi? Weiß auch nicht. Na ja, gut. Ich habe mir einfach so zwei Packen Seidenpapier mal mitgenommen. Das kostet ja so gut wie nichts aus dem Baumarkt und werde da einfach mal ein bisschen einwickeln. Extra für das Geschirr die kleineren Kartons genommen, weil die ja so schnell so schwer werden, damit man die noch irgendwie tragen kann. So, geh rein. So Schnupsi. Perfekt. Ja, alles leer, bis auf diese Sachen, die wir noch verwenden. Alles, alle.